Guten Tag. Hi. Du hast da was an der Wange hängen. Was? Keine Ahnung, eine Mischung aus Mayo und Ketchup. Kann nicht sein. Hab ohne Mayo bestellt. Naja, jedenfalls auf der linken Wange ist Soße. Ich heiße Julia. Schön, ich nicht. Das Wetter hat sich gehalten die letzten Tage. Schön. Ja. Und was willst du mal so Berufliches machen? Ernährungsberater. Und das willst du dann auch noch essen? Später. Ach, da kommt mein Freund schon. Also, war schön mit dir zu reden. Ja. Musstest du lange warten? Ach nein, nur okay. 2 oder 3 Minuten. So. Ich habe mir das schon so lange gewünscht, Mama. Und du, Kuh, bringst mir einfach keine mit. Obwohl du die Möglichkeit hattest. Kannst mich mal. Hey, Schnepfe! Gut siehst du heute aus. Dankeschön. Ist ja auch für einen besonderen Anlass. So, gleich geht's los. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Hoffentlich sind wir beide drauf. Oh shit. Scheiße. Hallo? Tod. Echt jetzt? Oh, nein, 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 nein. Was ist? Kein Auto. Meint er uns? Der meint dich, du bist der Fahrer. Ja? Steigen Sie mal aus. Guten Tag. Hallo. Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Nein, sollte ich? Denken Sie mal scharf nach. Keine Ahnung, ich habe vielleicht ein Stoppschild überfahren. Sie sind abzüglich der Toleranz 15 km/h zu schnell gefahren. Ach so. Und das macht dann 20 Euro bitte. 20 Euro? Ja, bar. Okay. Ja. Bekomme ich keinen Bußgeldbescheid mit dem Foto? Nee, heute nicht. Okay. Machen Sie mal den Kofferraum auf. Brauchen Sie dafür keinen Durchsuchungsbefehl? Was? Nein, machen Sie auf. Warum? Verdammte Scheiße, machen Sie den Kofferraum auf, Mann. Oh mein Gott, eine Leiche. Okay, okay, ich kann wirklich alles erklären. Irgendwer muss die Leiche in mein Auto gelegt haben. Ich hatte damit wirklich nichts zu tun. Okay, ich war's.
Ich hab sie überfahren. Wir wollten sie vergraben. Das ist meine Ex. Angenehme Fahrt. Moment mal. Habe ich mir noch gedacht? Abgefahren. Wechseln Sie Ihre Reifen bitte so schnell wie möglich, okay? Okay, alles klar. Tschüss. Ciao. Was war das denn? Wir müssen die Leiche ganz schnell loswerden. Tiefer in den Wald, die Leiche verstecken. Machen wir eine kurze Pause. Oh Gott. Lassen wir sie denn einfach da vorne liegen? Nee, wir müssen die Leiche mit Blättern übersehen und verstecken. Okay, weiter? Ja. 3, 2, 1. Na endlich, hast du den Stoff. Ein Mac-Menü. So rein. Ah. Ist das eine Leiche? Sind das etwa Drogen? Das ist illegal. Ihr seid Mörder. Das war aus Versehen. Ihr macht es mit voller Absicht. So, jetzt reicht's. Hallo? 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 Polizei? Ja. Ich würde hier gerne einen illegalen Drogendeal melden. Warten Sie mal, wie heißen Sie überhaupt? Ja, Julia Goll. Okay, und wo sind Sie? Hallo? Hallo? Guten Tag. Wie ich sehe, haben Sie Ihre Reifen immer noch nicht gewechselt. Ja. Ach, und jetzt handeln Sie auch noch mit Drogen, wa? Was? Wir waren das nicht. Hände hoch! Alle Hände hoch! Hände hoch! Thank you.
Okay. Wartet! Martin, alles in Ordnung? Komm, steh auf. Ich habe einen Deal für euch. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn ihr noch ihre lästige Schwester umfahrt, lasse ich euch laufen. Okay, aber unter einer Bedingung. Lief doch gut. Das Auto ist sauber. Ich habe heute nochmal den Stoßdämpfer geputzt. Den Kühlergrill. Ja, meine ich doch. Das nächste Mal fährst du aber bitte du. Verstanden. Aber es hat sich gelohnt, wir haben ein schönes Foto. Auf jeden Fall. Moment mal. Was? Ach, nein, ich habe geblinzelt. Tom? Ja? Du kannst nicht immer Papas Sachen anziehen und so tun, als wärst du ein Bulle. Anscheinend ja schon. Ich glaube, ich sag's ihm später, wenn ich daheim bin. Hab's schon fast vergessen. Na gut. Ist das Blut? Action! Sind das etwa Drogen? Ja? Action! Okay, ich kann's erklären. Okay, ich war's. Junge! Okay, ich war's. Ich hab sie überfahren, hab sie reingelegt. Angenehme Fahrt.